Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft auf meinem Kanal. Heute machen wir weiter bei unserer, ups, ja, kleiner Ruckler, bei unserer, wir suchen das perfekte Gemälde für den Fernseher. Nein! Nein! Das ist es und jetzt ist es auf, no. Jetzt hatten wir es. Dann habe ich es einmal links platziert, das ist nie wahr. Vielleicht brauche ich hier neben einfach noch zack, zack, zack. Was ist denn? Schon wieder nach oben oder so, bitte. Nun, kannst du die einmal irgendwie nicht wegbacken oder so? Mein Gott. Das nervt. So. Suchen. Hallo, 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 hallo. Hier liegt es auch schon wieder nicht. Dann wieder nach hinten. Oder nach unten zu gehen. Zack, zack. Da ist es. Zack. Und wieder raus hier. Ah, ist jetzt zu. Schon vergessen. Das ist echt nicht wahr jetzt. Ich hatte das Gemälde gerade schon, aber es war auf der falschen Stelle. So, jetzt erstmal schnell schlafen gehen. Ja, jepa. Das ist auch ein schönes Regal, finde ich. Hätte ich auch gerne. Ich habe nämlich keine schönen Regale. Ich habe nur hässliche Regale. Ja, ich war halt nicht bei Ikea. Ja. Hey, ach, da ist es. Komm. Das wird die langweiligste. Ha. Und jetzt ist eine Vitrine drum, damit ich das nicht versehentlich kaputt mache. Was? Was? Ist das ernsthaft? Ich bin dran vorbeigegangen. Wacken, sag mal. Müssen wir den Holzrahmen vielleicht lassen? Wie sieht denn das aus? Noch ein breiteres Gestell. Wie sieht das aus? Nee, das geht nicht. So. Da. Übrigens habe ich die Abbauanimation hier immer noch nicht geändert. Muss ich demnächst mal wieder machen. Muss ich mich demnächst mal ransetzen. Das dauert gar nicht lange. Hä, wo bist du da? Nein. Das schöne Gemälde hatten wir aber auch noch nicht. Glaube ich. Wir hatten noch gar nicht den Wither. Den Wither, den hatten wir auch noch nicht. Spinnies? Ah. Okay, Fernseher mit einem breiten Rahmen. Geil. Scheiße, Mann. Ja, immerhin leuchtet der. Okay, dann ist dieses Haus hier einrichtungstechnisch. Ja. Abgeschlossen. Okay, dann geht jetzt der Garten- und Landschaftsbau.
In die Wege habe ich. Jo, ich habe Monsterchens an. Auch cool. So, das ist ein Eisenschaufelchen. Und Erde aus dem Lager holen. Noch Kies hatten wir ja leider nicht. Guck mal hier, das ist echt schnieke mit den Holztreppchen hier. So. Was holen wir uns? Ach, Erde wollen wir haben. Noch ein bisschen mit. Ich finde es eigentlich auch schön, Minecraft eher so zu spielen. Ohne Sprinten. Denn so war es früher ja auch mal, dass man gar nicht sprinten konnte. Das war. Es ging ja früher in Minecraft nicht. Das wissen vielleicht einige nicht. Okay. Dann fangen wir erstmal langsam an. Upsala. Hin. Gucken, wie mache ich das auf der anderen Seite? Ist das Haus. Es ist symmetrisch. Ich hatte mich gerade noch schon gefragt, ob das Haus symmetrisch ist. Hier haben wir leider eine kleine Kuhle. Die möchte ich eigentlich weghaben in meinem Garten. Oh, scheiße. So, erstmal ein Ansatz. Upsala, weg. Okay. Haben wir hier 4 frei. Moment mal. Einen haben wir noch. 1, 2, 3, 4 frei. Und dann kommt wieder was. So. Im Garten- und Landschaftsbau soll es ja auf beiden Seiten natürlich auch gleich aussehen. Ne? Dann machen wir hier noch künstliche Kohlenverschließung. Die Ecke runde ich noch ab, keine Sorge. Ja, das war's mit meiner Schaufel. Eisen habe ich natürlich auch nicht dabei. Okay, dann rennen wir erstmal ins Lagerchen. Lager. Eisen. Ich muss das Ganze auch mal irgendwie hier beschriften oder so. Am besten gleich mal mehr mitnehmen. Sticks. Ich habe noch Holz. Boah, das Haus sieht echt von außen, wie wir angefangen haben, das zu bauen. Hier so die ersten Ansätze damals war auch cool. Werkbank. Ich renne erstmal dran vorbei. Like every time when I use your Werkbank, you ran erstmal dran vorbei. Ne? Sag erstmal eins mit. Oh, Erde. So. Gucken wir mal. Das ist ja alles weg. So. Künstliche Abrundungen. Ich finde, so sieht es noch am realistischsten aus. Bis auf, dass natürlich hier irgendwie scheiße aussieht. Vielleicht sollte ich auf dieser Seite doch irgendwie. Ah, hier kann ich was Schönes hinmachen. Hier mache ich einfach ein Blumenbeet hin. Ich hole schon mal Bone Meal. Na, Knochen für Bone Meal.
So, gartenlandschaftsbautechnisch kann ich nämlich auch ein bisschen was in Minecraft. Und hoffentlich ist dieses Video dann schon mit meinem neuen Programm geschnitten, mit meinem neuen Schnittprogramm, denn da habe ich ja massive Probleme, wie schon öfters erwähnt. Und zwar wäre das Programm dann Adobe Premiere Elements Version 14. Und damit wäre das Ganze schon mal dann unter einem besseren Stern, diese Folge hier. Muss mal gucken. So. Eine Beetabgrenzung. Toll. Wollte hier eine Blume reinhaben. Ah, das sieht schon mal geil aus. Pflücke mit dich hier von hier oben weg. Pack dich hier rein. Gibt es hier auch irgendwo eine gelbe Blume? Oben die steht direkt an der Hauswand. Der Löwenzahn. So. Und mir fällt gerade was auf. Zack. So, schöner. Die Sonne blendet mich schon wieder. Okay, mehr Blumen haben wir hier, glaube ich, nicht. Hier haben wir. Hallo, hallo. Eine Margerite. Stellen wir hier neben den Mond. Guck mal, sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Kleines Blumenbeetelein. Tür zumachen. Stell dir mal vor, ihr habt keine Tür im Haus und jeden Abend, wenn ihr reinkommt, ja, baggert ihr erstmal so ein paar Tonnen Erde hinter euch. Ja, aber das gibt es ja jetzt wirklich, wenn zum Beispiel eingebrochen wurde und die Tür eingeschlagen oder sowas, keine Ahnung. Und dann gibt es ja, je nach Versicherung, kriegt man dann, glaube ich, einen Wachschutz dahingestellt die Nacht. Oder auch am Tag. Bis die Tür wieder da, bis eine neue Tür geliefert wurde. Also ich weiß nicht, bei mir wird noch nie eingebrochen. Noch nie vorgekommen. Finde ich aber ehrlich gesagt auch besser, denn ich habe schon von einigen gehört, ja, kamen nach Hause und dann sind sie hinten aus der Gartentür raus. Und sowas. Also habe ich schon gehört von anderen durchaus. Müssen wir mal überlegen. Ich finde das hier eigentlich so ganz schön, dass wir hier so eine kleine Kuhle haben quasi. Wir haben hier einen leichten Hügel und da einen leichten Hügel. Und hier diese Kuhle. Das wird unser Garten. Frage ist, was genau baue ich? Was genau kann ich mal hier hinbauen? Ich könnte ganz einfach. Erstmal zwei, drei Bäume dahin bauen. Das heißt, Pflanzen. Richtige Bäume werden das jetzt nicht. Passt auf, was ich vorhabe. Okay, drei reichen auch. Neue Schere wäre nicht schlecht. Manche wissen es vielleicht jetzt schon. Müssen wir mal ganz kurz da hinten einen von den Bäumen abscheren. Ein paar Blätterchen. Tür zumachen seit dem Creeper-Vorfall. Oh, das wollte ich nicht. Also seit dem Creeper-Vorfall hier in dem Lager bin ich echt irgendwie schon vorsichtiger geworden, würde ich sagen. So. Bist du eine Eiche? Jo. Dein Holz. Den Laub. Natürlich.
Mit Verlaub. So, ein Stack sollte reichen. Scheiße, das ist eigentlich viel zu viel. Ich hätte nur 5 Stacks gebraucht. So. Kann man hier vielleicht erstmal. Zack, zack. Oh, oh, zack. Na, so okay, das sieht ganz schick aus, finde ich eigentlich. Davon könnte ich hier eigentlich auch noch einen machen. Zack, zack. Und auch gerne noch einen hier hin. Hier so ein bisschen Deko. So, dann fände ich ganz schön. Zack, zack. 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 Dich weg, dich weg. Hier dann natürlich Erde drunter. Da steht, da kann man durchgucken. So habe ich eigentlich eine Schaufel. Um sie nicht zu benutzen, ist doch ganz klar die Antwort. Zack. 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 Wobei man eigentlich auch, und das fände ich wiederum ganz schön, ich muss ganz kurz reingehen, was craften. Also als ich angefangen habe, Minecraft zu spielen, hatte ich so kaum Ideen oder so. Aber da ging auch noch nicht so viel, Leute. Da konnte man noch nicht so viel machen in Minecraft. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Grundsätzlich so eine kleine Abstiegsverlängerung wäre auch ganz schnieke. So, hier noch eine Birkenholztreppe hin und das finde ich ganz schön. Dann haben wir einen schönen Auf- bzw. Abstieg. Hier hin. So. Und dann machen wir ihn dann noch hier hin. Man könnte natürlich noch, was man noch machen könnte, wäre im Brunnen. Dazu muss ich aber ins Lager, glaube ich, um mir da Material zu besorgen. Habe ich überhaupt ein Wasser? Habe ich nämlich gar nicht mehr. So. Stein. Wie ging das so? Jo, Steinziegel. 12 Steinziegel. Mal hoffen, dass die reichen. Da habe ich auch die hochauflösende Textur von. Ja, vielleicht ändere ich die dann noch. Drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann hier zwei. Ja. Moment, wir müssen ganz kurz ein bisschen was braten. Der arme Baum, den holt sich auch noch irgendwann ab. Keine Sorge. Mehr Kohle. Kohle? Oh, Kohle. So, komm her. Zack. Zack. Okay, insgesamt. Achso. 4 wären 4 Steinziegel. Das sollte eigentlich schon reichen. Kohle. Kohle. So.
kann auch Icons jetzt nicht nachschmeißen. Schon mal fürs nächste Mal. Dabei kann ich schon mal ganz kurz das Glas einlagern. Da, ja, noch Glas schreiben, auch geil. Upsala. Komm. Kann den Creeper mal ganz kurz mal umgucken. Noch einsteigen, komm. Und ja, wollo. Oh, ja. So, mal gucken. Das müssten, hier sind vier. Bräuchte aber noch einen Wassereimer. Ey, ich frage mich halt, was mit meinem Wassereimer. Ach, kann sein, dass ich den in dem Unterwassertempel verloren hatte, wo meine Aufnahme weg war. Weil das war ja ganz strange, das kann ich nochmal erzählen. Ich war unten, bin fast gestorben. Fast. Und, hatte dann nur noch ein oder zwei Herzen oder so. Bin wieder hochgeschwommen. Aber wie soll dadurch der Wassereimer verloren gegangen sein? Ich bin ja nicht gestorben. Oder bin ich mal irgendwann gestorben? Nein, ich bin nicht gestorben. Dann könnt ihr mich erinnern. Ich bin noch nie gestorben in diesem Projekt hier. Und deswegen ist unerklärlich, warum mein Wassereimer weg ist. Hä? Das ist eine gute Frage. Ein kleiner Mini-Brunnen. Toll, was mache ich jetzt mit dem einen Steinziegel? Okay, nein, ich versenke den nicht da drunter, ich versenke ihn hier im Boden. Dann brauchen wir doch noch Steinziegel und hier an der Seite vielleicht noch irgendwie Slabs im Boden rein oder so. Okay, gut. Ich stelle mich dann hier erstmal ins sichere Haus. Schütt wieder die Erde vor die Tür. Upsala. Und dann sage ich in dieser Küche, nein. Stelle mich oben auf den Balkon mit Blick auf Garten natürlich. Und ich sage, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.